Sam? Sie sehen abgekämpft aus. Ja, was soll ich machen? Alle Partner, die ich mir ausgesucht habe, haben mich im Laufe der Jahre betrogen. Die Mujahideen, die Rebellen Syriens. Wo sind sie? Tja, vielleicht sind Ihre Ansprüche zu hoch. Ach, kommen Sie, ich will doch nur eine skrupellose Drecksau mit demokratischem Herzen. Sie meinen einen moderaten Rebellen? Ja. Sollen wir mal schauen, was wir tun können? Herzlich willkommen bei Herzblatt. Der Show, in der einsame Großmächte den Rebellen ihres Herzens finden können. Oder kurz, Power sucht Sau. So, Uncle Sam, wir haben aus Tausenden von Rebellen diejenigen ausgesucht, die vielleicht zu Ihnen passen könnten. Bitte Ihre Fragen. Also gut, Rebell 1, würdest du für mich kämpfen? Ich bin vom Arar Ash-Asham. Ich will Assad gewaltsam stürzen und kämpfe für einen islamischen Gottesstaat. Das klingt nicht ganz so, was ich will. Rebell 2, was ist mit dir? Ich bin von Al-Nusra. Ich will Assad gewaltsam stürzen und kämpfe für einen islamischen Gottesstaat. Oh, das klingt doch schon viel besser. Und was ist mit dir, Rebell 3? Ich bin vom IS. Ich will Assad gewaltsam stürzen und kämpfe für einen islamischen Gottesstaat. Na, das klingt doch schon ganz anders. Ja, eine relativ komplexe Gemengelage. Ich würde sagen, unsere Zusammenfassung von Susi. Also, Onkel Sam, wer soll jetzt dein Herzblatt sein? Ist es Rebell 1, der gemeinsam mit Rebell 2 und Rebell 3 gegen Assad kämpft? Manchmal aber auch gemeinsam mit Rebell 2 gegen Rebell 3 loszieht? Oder ist es Rebell 2, der, wenn er nicht gerade Rebell 3 attackiert, gemeinsam mit Rebell 1 und Rebell 3 Assad angreift? Oder ist es Rebell 3, der im Allgemeinen mit Rebell 1 und Rebell 2 gegen Assad kämpft, manchmal aber auch mit Assad gemeinsame Sache gegen Rebell 1 und Rebell 2 macht, wenn er nicht gerade von Putin bombardiert wird? So, jetzt musst du dich entscheiden. Ja, doch, das ist natürlich echt mach. Das ist ganz lang. Ich mach. Ja. Wie wollen Sie es lösen? Alles klar. Ganz einfach. Ja. Ich mach's so, wie ich es immer mache. Wunderbar. Oh, hervorragend. Uncle Sam, stellen Sie sich hier hin. Wunderbar. Und dann sage ich, das ist Ihr Herzblatt. Dann schauen wir mal. Vielen Dank. Dann schauen wir noch mal, wo es für euch beiden hingeht. Ihr beide fliegt mit dem Herzblatt-Hubschrauber in die Luft. Das war die Anstalt. Heute